Damit dein Presswerk auch später CDs replizieren, also vervielfältigen kann, benötigen wir bzw. es auch ein Premaster. Für die CD-Vervielfältigung benötigen wir ein sogenanntes DDP-Image. Im sogenannten Audio-Mastering, und hinter mir sieht man den Ludwig von GKG Mastering, geht es im ersten Schritt um die klangliche Bearbeitung deiner Musik. Im Schritt danach, dem sogenannten Pre-Mastering, geht es darum, ein Pre-Master zu erstellen. Und hierbei muss darauf geachtet werden, ob du eine CD-Replikation hast, ob du Schallplatten herstellen möchtest oder ob du digital releasen willst. Sollte es im Pre-Mastering also zur Sache gehen, gibt der Ludwig im ersten Schritt oder auch dein Mastering-Ingenieur im ersten Schritt im sogenannten PQing alle Metadaten ein und danach werden die richtigen Masterings erstellt. In unserem Fall, wie gesagt, ein DDP-Image. Ist das erzeugt, beginnt das Qualitätsmanagement. Das bedeutet, dass der Audio-Mastering-Ingenieur nochmal alles von A bis Z auf Herz und Nieren überprüft. Wenn er es für gut und geeignet befindet, dann wird es weitergeleitet an den Kunden und der Kunde sollte normalerweise auch nochmal dasselbe machen. Für den Fall, dass du dein Pre-Master dann final durchgehört hast und du es geeignet findest, sind wir sozusagen im Pre-Mastering-Prozess fertig und wir haben das final erstellte DDP-Image, das du nun an uns weiterleitest und wir mit dem Check erneut beginnen. Später im Presswerk wird dein Pre-Master über 3 Stationen nochmal geprüft, ob es wirklich geeignet ist für die CD-Replikation und danach werden die CDs erstellt.